Die Moosburg in Wiesbaden. Eine schöne Burgruine am Moosburgweiher im Wiebricher Schlosspark. Doch was genau verbirgt sich hinter der Burg? Wir werden uns heute gemeinsam um die Vergangenheit der Moosburg kümmern. Ich stehe hier gerade vor der Moosburg im Wiebricher Schlosspark. Das erste Mal wurde 1462 im Moosbacher Gerichtsbuch eine Burg an einem See mit Burggraben erwähnt. Ab 1654 war die Burg im Besitz des schwedischen Gesandten Penz von Penzau. Anfang des 19. Jahrhunderts vergrößerte der nassauische Graf den Schlosspark und kaufte die Reste der Biburg. Nachdem er dann im Besitz der Burg war, beauftragte er Karl Florian Götz, eine neugotische Burg auf den Trümmern zu errichten. Die künstliche Ruine wurde zwischen 1805 und 1806 aus den Resten der Mainzer Liebfrauenkirche errichtet. Sie wurde von verschiedenen Nassauer Herzögen als Rückzugsort benutzt. Bis 1945 wurde die Burg als Wiebricher Heimatmuseum benutzt. Unter anderem stellte dort der Bildhauer Alexander Emil aus. Nachdem sie fertiggestellt war, wurden verschiedene Kunstgegenstände in sie hineingebracht. Unter anderem waren es zwei Grabplatten, die beide aus dem Kloster Eberbach hierher gebracht wurden. Später wurden sie dann wieder in das Kloster zurückgebracht. Im Zweiten Weltkrieg wurde aus der künstlichen Ruine eine tatsächliche Ruine. 1979 wurde die Burg den ehrenamtlichen Wiebricher Heimatfreunden übergeben und die Bepflanzung entfernt, da die Mauern angegriffen hatte. Seit 1979 gibt es jedes Jahr das Moosburgfest. Jetzt wegen Corona musste es leider ausfallen. 2005 wurde geplant, die Moosburg zu restaurieren. 2010 wurde dies dann auch in die Tat umgesetzt. Dies dauert allerdings so lange, dass wir jetzt im Jahr 2021 immer noch nicht fertig sind. Mittlerweile befindet sich die Burg im Besitz des Landes Hessen.